Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen in meiner Bibliothek im Literaturcocktail auf TDTV. TV. In der letzten Folge dieser Staffel mit Kriminalromanen von europäischen Autoren stelle ich Ihnen heute ein Buch aus Spanien vor. Der Autor Antonio Muñoz Molina aus Andalusien gilt als einer der bedeutendsten Schriftsteller Spaniens. Sein Roman Die Augen des Mörders erschien 2000 bei Rowold in der erstklassigen Übersetzung von Willi zur Brüggen. Ein außergewöhnlicher Krimi. Und es ist mir nicht leicht gefallen, für Sie ein Zitat auszusuchen. Typisch ist vielleicht diese Passage aus dem allerersten Kapitel. Der Inspektor, noch fremd in der Stadt, von den Kollegen im Präsidium noch mit einiger Bewunderung und einem gewissen Argwohn betrachtet, weil ihm aus dem Norden eine etwas undurchsichtige Legende von Mut und Entschlossenheit, aber auch sporadischer Unausgeglichenheit gefolgt war, ging durch die Straßen und suchte ein Gesicht, das er, da war er sich sicher, augenblicklich erkennen würde. Nach einer Sekunde des Erstarrens vielleicht, wie wenn man sich selbst in einem Schaufenster sieht und nicht weiß, wen man vor sich hat, weil man nicht das Gesicht sieht, das man erwartet, wenn man in einen Spiegel schaut, sondern jenes, das die anderen sehen und welches das Fremdeste von allen ist. Suche seine Augen, hatte Pater Ordunia zu ihm gesagt. Und er begab sich an diesem Abend auf die Suche nach Gesichtern und Blicken in der fast menschenleeren Stadt, in der Dunkelheit eines verfrühten Winters, mit geschlossenen Türen und Fensterläden gegen die Kälte und gegen die Angst. Denn seit dem Tod des Mädchens schien eine alte Furcht vor den Gefahren der Nacht wieder aufgelebt zu sein. Die Straßen hatten sich schnell geleert und die Dunkelheit schien dichter zu werden und die Lichter schwächer. Die Schritte eines jeden klangen wie die Schritte des Mannes, dessen Blick der Inspektor suchte. Jene einsame Gestalt, der er begegnete, konnte dieselbe sein, die in der Nacht des Verbrechens ungesehen zum kleinen Parque de la Cava hinaufgegangen war. Jemand, der sich harmlos zu geben suchte, als er wieder ins Licht zurückkehrte, der sich zweifellos den Schmutz von den Hosenbeinen klopfte und sich mit den Fingern durchs Haar fuhr als er zwischen den verwahrlosten Hecken und den Bänken hervorkam, auf denen schon lange keine Liebespaare mehr saßen, und unter den Laternen davongingen, die nie brannten, weil sie von den Horden junger Leute, die sich an Wochenenden im Park betranken, regelmäßig mit Steinen zerschmissen wurden. Er war wohl auf die Glasscherben der Lampenkugeln und Bierflaschen getreten, als er sich durch den Park entfernte und am Fuß des Erdwalls im Mondlicht den bleichen Fleck eines Gesichts mit aufgerissenen starren Augen hinter sich zurückließ. In diesem Moment geht jemand durch die Stadt und trägt die Erinnerung an jene Augen in sich, an den letzten Moment, in dem sie noch zu sehen vermochten, eine Sekunde bevor der Tod sie gläsern machte. Und wer diesen Todeskampf verursacht und verfolgt hat, kann nicht genauso dreinblicken wie jedes andere menschliche Wesen, in seinen Pupillen muss ein Abglanz sein, ein Rest oder ein Funken des Entsetzens, das in jenen Kinderaugen gestanden hat. 40 Jahre früher hatte Pater Ordunia seinen Blick über die Reihen der mit Lieder geschlagenen Augen auf Bestrafung wartenden Schüler gleiten lassen und mühelos den Blick des Schuldigen herausgefunden und dann, nachdem er ihn entlarvt und vor den anderen bloßgestellt hatte, lächelnd gesagt, die Augen sind der Spiegel der Seele. In dieser Überzeugung verbringt der Inspektor seine Tage und vor allem seine Nächte. Das geht ihm durch den Kopf, wenn er durch die Straßen der kleinen Stadt in Südspanien läuft, in die man ihn von Bilbao versetzt hat. Er versetzt sich in die Gedankengänge eines Kindermörders. Ein kleines Mädchen ist vom Einkauf im Schreibwarenladen nicht mehr nach Hause gekommen. Ein Fremder hat sie gezwungen, mit ihm in einen entlegenen Park zu kommen, hat sie missbraucht und erwürgt. Bei Vollmond ist die Tat geschehen. Es deutet alles auf Fortsetzung hin. Das Motiv der Augen, die alles enthüllen, spiegelt sich auch in seinem privaten Schicksal, in der Leere des Blickes seiner Frau, die im Sanatorium lebt und die er pflichtbewusst jeden Tag anruft und sonntags besucht, obwohl sie ihm kaum noch antwortet. Warum sie so geworden ist, erfährt man ebenso allmählich und stückweise wie die weiteren Hintergründe. Seine Mutter war mittellos, der Vater im Gefängnis. Als Kind, im selben Alter wie das Opfer, kam er in die Jesuitenschule, in strengste katholische Zucht. Danach hat er Jura studiert und ging in den Staatsdienst. In seiner Dienststelle in Bilbao war er Drohungen und Verfolgung ausgesetzt. Dieser Telefonterror hat seine Frau psychisch kaputt gemacht. All das sind Gründe für seine Wachsamkeit aus Angst heraus, für seine verbissene Konzentration, für seine Schlaflosigkeit und sein asketisches Leben und die Grundlagen für seine Ermittlungsweise. Und erst in der Mitte des Romans kommt eine Zeugin ins Spiel, die letzte, die Täter und Opfer kurz vor der Tat gesehen hat. Und erstmals kommt eine Subjektive des Täters, bei der der Leser merkt, wie nahe der Inspektor und der Gerichtsmediziner mit ihren verschiedenen Methoden seiner Identität schon gekommen sind. Und der nächste Mord steht bevor. Es ist wieder Vollmond. Ich komme jetzt einmal auf die Figuren zu sprechen, denn das ist etwas Besonderes. Die Charakterzeichnung ist sehr fein. Die Einzelheiten enthüllen sich ganz allmählich, ebenso wie die Geschehnisse, bis die Figuren gegen Ende erst vollständig und präsent sind, wobei der Inspektor und der Mörder nie mit Namen genannt werden. Und das hervorstechendste Merkmal dieses Romans aus Spanien ist die Sprache. Ein ganz kunstvolles, kreiselndes Erzählen, in dem die Gedankengänge des Inspektors gespiegelt werden. Lange Aufzählungen und die nicht ganz genaue Wiederholung, die fast genaue Wiederholung nur, sind wie ein Suchen nach den richtigen Worten für Bilder und Erinnerungen und Taten. Die Sätze können bis zu drei Seiten umfassen. Die Sprache, diese Sprache ist. Präzise, schmerzlich präzise, denn ähm, die Leiche wird ganz genau beschrieben, die Erkenntnisse der, der Gerichtsmedizin, Rückschlüsse auf den Ablauf der Tat werden gezogen, die Trauer der Eltern, der Presserummel und so weiter. Und äh, diese Sprache zieht den Leser hinein in das Leben der Figuren, in das Leben aller Figuren, auch am Schluss das Leben des Täters. In das grausige Ver Ver Verbrechen, das man sich immer genauer vorzustellen vermag. Und äh, es gibt auch eine tragische Liebesgeschichte. Man ist richtig gepackt bis zu dem vollkommen überraschenden Schluss. Ganz, ganz am Ende gibt es noch eine Überraschung. Und diesen einzigartigen Erzählrhythmus zeigt auch dieser Ausschnitt aus dem letzten Drittel des Buches. Sieh nicht hin, sonst reiße ich dir die Augen aus, hat er ihr zugeflüstert. Er aber sieht hin. Es nicht zu tun wäre verdächtig, verdächtig und feige. Sie gehen auf dem linken Bürgersteig und sein Körper schiebt sich zwischen das Mädchen und die möglichen Blicke der Polizisten. Aber sie heben nicht einmal den Kopf. Sie unterhalten sich immer noch oder hören Radio. Man vernimmt Pfeifen und metallische Stimmen aus dem Polizeifunk. Und zugleich die Stimme eines Sportreporters über fernem Gebrüll. Es wird dasselbe Spiel sein, das den Wirt in seiner Bar so gefesselt hat. Er selbst hat Fetzen davon gehört. Jetzt fällt es ihm ein, seit sie durch das Treppenhaus gegangen sind vor einer Ewigkeit. Dreh dich nicht um, sagt er jetzt lauter. Erleichtert, befreit. Er schiebt sie vor sich her, den Druck der Gefahr immer noch im Nacken. Das Radio aus dem Streifenwagen ist nicht mehr zu hören, kein Mensch mehr zu sehen, nur ein paar Lichter hinter verschlossenen Häusern, der bläuliche Widerschein der Fernseher und immer noch, wenn auch von fern jetzt, der Lärm des Fußballspiels. Sie setzen ihren Weg fort, als würden sie sich nicht bewegen, wie von einer Gleitschnur zur endgültigen und bereits nahen Dunkelheit des Parks gezogen. Nur noch eine breite, beleuchtete Fläche und dahinter schon die verwüsteten Heckenzäune, die zerbrochenen Lampen, die Schattenzone, in der vor vielen Jahren die Liebespärchen Schutz suchten, wo die wildesten und kühnsten Jungen des Viertels ihnen nachspionierten und ihre ersten Zigaretten rauchten. Alles gleicht sich mehr denn je. Ja, sogar die Schritte auf den Kieswegen auf den Glasscherben zerbrochener Bierflaschen. Alles so machtvoll, nah, nicht mehr aufzuhalten. Nichts muss verschoben oder verschleiert werden. Sogar der Mond oben am Himmel ist derselbe. Seine weiße Form leicht eingetrübt durch Wolken, wie Tüll. Beide Hände jetzt ungeduldig suchend und fordernd. Der Geruch der Pinien, von Erde und feuchten Nadeln derselbe Graben am, Fluss des, am Fuß des Abhanges, wo er sie mit einem Schlag ins Gesicht zu Boden schleudert, das Gesicht noch bleicher als das des Mondes und jetzt nur noch von seinem Licht beschienen, indem er plötzlich für ein paar Sekunden überdeutlich das andere Gesicht erkennt, die ungläubigen, entsetzten Augen des anderen Mädchens, das Gesicht, das außer ihm Niemand sonst auf der Welt gesehen hat. Er lauschte dem Fluss mit halbgeschlossenen Augen. Im Schattenbereich des vom Mond beschienenen Zimmers, die Form des Fensters klar umrissen an der Wand, das Fensterkreuz, in dem eine Sekunde lang ihre nackte Silhouette zu sehen war, als sie aufstand. Und damit, meine lieben Zuschauer, möchte ich Ihnen sagen, dass dieses Buch "Die Augen des Mörders" von Antonio Munoz Molina ein wunderbarer literarischer Krimi ist. Ein faszinierendes Buch, so grausig es ist in allen Einzelheiten, aber wie schon gesagt, die Sprache packt einen, zieht einen einfach mit. Wie ein Kreisel, wie ein Sog, das kann man wirklich so sagen. Eine faszinierende Studie der menschlichen Seele. Spannend, menschlich und ergreifend. Wenn ich eine Schulnote zu vergeben hätte, es wäre eine 1+. Es ist ein wundervolles Buch. Und damit sind wir wieder am Ende unseres Literaturcocktails, meine lieben Zuschauer. Vielen Dank, dass Sie wieder in meiner Bibliothek zu Gast waren. Kommen Sie gerne selbst ins Studio und sprechen Sie mit mir über Ihr Lieblingsbuch. Ich freue mich auf Ihre Post unter literaturcocktail.tidenet.de. Tschüss, vielen Dank, auf Wiedersehen und bis bald im Literaturcocktail auf Tide TV.